Kapitel 20. Buratino und Pierrot kommen zu Malvina, müssen aber mit ihr und dem Pudel Artemon sogleich fliehen. Als die Sonne über dem felsigen Grat der Anhöhe aufging, krochen Buratino und Pierrot aus dem Mimosenstrauch heraus und liefen über das Feld, über welches die Fledermaus Buratino in der Nacht aus dem Hause des Mädchens mit dem blauen Haar in das Land der Einfalt geführt hatte. Wer Pierrot gesehen hätte, dem wäre das Lachen gekommen. So sehr sputete er sich, Malvina wiederzusehen. »Hör mal«, fragte er alle Nase lang, »was meinst du, Buratino? Wird sie sich freuen, wenn ich komme?« »Wie soll ich das wissen?« »Hör mal, Buratino, was ist, wenn sie sich nicht freut?« »Wie soll ich das wissen?« Endlich erblickten sie das weiße Häuschen mit Sonne, Mond und Sternen auf den Fensterläden. Aus dem Schornstein stieg Rauch, der sich zu einer kleinen Wolke ballte, und diese sah aus wie ein Katzenkopf. Der Pudel Artemon saß vor der Schwelle und bellte ab und zu dieses Wölkchen an. Buratino war nicht besonders erpicht darauf, zu dem Mädchen mit dem blauen Haar zurückzukehren. Aber ihn hungerte. Und schon von Weitem sog er den Duft gekochter Milch ein. »Wenn das Mädchen es sich wieder an den Kopf setzt, mich erziehen zu wollen, trinken wir uns an Milch satt und empfehlen uns.« Das Mädchen trat aus dem Hause. In der einen Hand hielt es eine Kanne aus Porzellan, in der anderen ein Körbchen mit Gebäck. Malvinas Äuglein waren noch ganz verweint. Sie war überzeugt, dass die Ratten Buratino aus der Kammer fortgeschleppt und aufgefressen hätten. Kaum hatte sie am Puppentisch, der mitten auf dem Kiesweg stand, Platz genommen, die himmelblauen Blümchen verneigten sich und Falter schwebten über ihnen wie weiße und gelbe Blätter, da sah sie Buratino und Pierrot vor sich auftauchen. Malvina riss die Augen so weit auf, dass beide hölzernen Gesellen bequem hätten hineinhopsen können. Pierrot fing an, als er Malvina erblickte, unzusammenhängende und törichte Worte zu stammeln. Sie seien hier nicht wiedergegeben. Buratino sagte leichthin, »Da habe ich ihn hergebracht, nun erziehe ihn.« Malvina begriff endlich, dass sie kein Traumbild sah. »Ach, welch ein Glück«, hauchte sie. Aber gleich fügte sie laut hinzu, »Geht euch sofort waschen, ihr beiden, und putzt euch die Zähne. Sauber muss man sein im Leben und im Sterben.« Sie wuschen sich gründlich. Artemon bürstete ihre Jäckchen mit seiner Schwanzquaste. Dann setzten sie sich zu Tisch. Buratino kaute mit vollen Backen, Pierrot aß nicht, sondern verschlang bloß Malvina mit Blicken, als ob sie aus süßem Teig gebacken wäre. Schließlich wurde ihr das lästig. »Nun«, sprach sie zu ihm, »was gibt's an meinem Gesicht so viel zu sehen? Greif bitte zu und esst.« »Malvina«, antwortete Pierrot, »essen tue ich schon lange nicht mehr. Ich dichte.« Buratino schüttelte sich vor Lachen. Malvina geriet wieder ins Staunen und riss die Augen auf. »Was du nicht sagst, dann lies uns doch mal deine Verse vor.« Sie stützte ihre Wange auf ihre schöne Hand und hob den Blick der schönen Augen zu dem Wölkchen, das da aussah wie ein Katzenkopf. Pierrot begann seine Verse mit so volltönender Stimme vorzutragen, dass es klang, als spräche er aus der Tiefe eines Brunnens. »Malvina entfloh, und ich wehklagte laut, Malvina entschwand mir die liebliche Braut. Ich stöhne und weiß nicht, wohin mich zu wenden. Ich möchte mein Puppendasein beenden.« Kaum hatte Pierrot den Mund geschlossen und noch war Malvina nicht dazu gekommen, die Verse, die ihr sehr gefielen, zu loben, als auf dem Sandwege eine Kröte herbeihüpfte. Sie rollte die Augen geradezu furchterregend und quarrte, »Heute Nacht hat die Schildkröte Tortilla den Verstand verloren und dem Karabas Barabas alles von dem goldenen Schlüsselchen erzählt.« Malvina kreischte erschrocken auf, obwohl sie nichts begriff. Pierrot, der zerstreut war wie alle Dichter, gab einige unverständliche Laute von sich, die hier nicht wiedergegeben sein sollen. Dafür war Buratino sofort aufgesprungen und stopfte Kuchen, Zucker und Bonbons in alle Taschen. »Wir müssen sofort fliehen. Wenn die Polizeihunde Karabas Barabas hierher führen, ist es um uns geschehen.« Malvina erbleichte und war nun so weiß wie einer der weißen Schmetterlinge. Pierrot, in der Meinung, sie sterbe, fuhr auf, stieß ihr bei die Kanne um und begoss ihr hübsches Kleidchen von oben bis unten mit Kakao. Laut bellend fuhr Artemon dazwischen, denn ihm oblag es, Malvinas Kleider zu waschen. Er packte Pierrot am Kragen und schüttelte ihn, bis Pierrot nur noch mit Mühe schluckend um Gnade bat. Die Kröte sah sich mit ihren Glubschaugen dieses Treiben an und quakte,
Barabbas Barabbas wird mit den Polizeihunden in einem Viertelstündchen hier sein.« Malvina lief rasch, sich umzuziehen. Pierrot rang verzweifelt die Hände und wäre beinahe rücklings auf den Kiesweg gefallen. Artemon schleppte Bündel mit Hausgerät. Die Türen klappten auf und zu, die Sperlinge schwatzten aufgeregt im Gebüsch. Die Schwalben streiften im Fluge den Boden. Die Eule auf dem Dachboden kicherte in unheimlicher Weise und vergrößerte dadurch das Entsetzen. Buratino allein blieb kaltblütig. Auf Artemons Rücken verschnürte er zwei Bündelchen mit den allernotwendigsten Sachen. Zwischen die Bündel setzte er Malvina, die ein hübsches Reisekleidchen angezogen hatte. Pierrot befahl er, sich an des Pudels Schwanz festzuhalten. Er selbst ging voran und mahnte zur Ruhe. Als die kleine Karawane vorn, der mutig voranschreitende Buratino, in der Mitte die zwischen den Bündeln hin und her schaukelnde Malvina, hinten der statt mit einem vernünftigen Gedanken wieder mit Gedichten beschäftigte Pierrot, aus dem hohen Wiesengrase auf das offene Feld heraustrat, lugte der verfilzte Bart des Carabas Barabas am Waldrand hervor. Der Wüterich schirmte die Augen mit der Hand vor der Sonne und ließ den Blick über die Umgegend schweifen.